Bei einer feierlichen Zeremonie in der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena unterzeichneten der kolumbianische Staatspräsident Juan Manuel Santos und Rebellenchef Rodrigo Londono, der unter dem Kampfnamen Timochenko bekannt ist, den historischen Friedensvertrag. Mit einem aus einer Gewehrpatrone gefertigten Kugelschreiber. Unter den zahlreichen Gästen bei der Zeremonie waren unter anderem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Außenminister John Kerry und Kubas Präsident Raúl Castro. Dem Friedensvertrag vorausgegangen waren 4 Jahre zäher Verhandlungen in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Ende Juni dieses Jahres hatten die Konfliktparteien einen Waffenstillstand unterzeichnet, sich im August dann auf das Friedensabkommen geeinigt. Es sieht vor, dass die marxistische FARC ihre Waffen niederlegt und sich in eine Partei umwandelt, die bei Wahlen antreten darf. Die linken Rebellen, die zum Höhepunkt des Konfliktes Ende der 1990er Jahre etwa 20.000 und zuletzt noch 7.000 Kämpfer zählten, kontrollierten jahrelang weite Teile des Landes. Finanziert wurde ihr Kampf auch durch Drogenhandel und Lösegelderpressungen. Entzündet hatte sich der Krieg zwischen Guerillagruppen, Armee und von der Regierung zeitweise unterstützten rechtsextremen Paramilitärs in den 1960er Jahren an Landkonflikten und sozialer Ungerechtigkeit. Das unter kubanischer und norwegischer Vermittlung erzielte Abkommen soll bei einem Referendum am 2. Oktober die letzte Hürde nehmen. Umfragen deuten auf eine klare Zustimmung hin.